Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In Legends hat sich so einiges getan und zwar sind ein paar neue Future aufgetaucht und ein paar Karten-Updates. Die Karten-Updates möchte ich kurz mal mit euch durchgehen. Plündern und Brandschatzen ist die erste Karte, die hat sich in der Magicka geändert und zwar hat sie vorher 6 Magicka gekostet, jetzt nur noch 5. Der Effekt hat sich aber dementsprechend auch verringert. Der Effekt mit füge jede vernichteten Rune des Gegners allen gegnerischen Kreaturen in einer Reihe einen Schaden zu. Vorher war es in beiden Reihen. Das ist schon eine extrem krasse Veränderung, die ich aber so ziemlich feier. Denn die Karte ging mir so gegen Ende ziemlich auf den Sack. Kommen wir denn zur nächsten Veränderung. Hier muss ich gerade nochmal auswählen. Also Spiele im Modus spielen, vernichte. Ah, komm hier. Gewinnen schon. Dann nehmen wir doch das. Okay. So, in der Versus Arena, das leuchtet hier schon so farbenfroh. Das ist ja cool. Gibt es jetzt eine Chaos Arena? Und diese Chaos Arena, ich lese mal kurz vor. Shegorath, Dedra-Fürst des Wahnsinns, fordert dich heraus, seine bewusstseinsverändernde Arena zu betreten, in der alles passieren kann und wird. Ihr meint, ihr habt alles schon mal Solo-Arena gespielt und ihr kennt diese Veränderungen, die in manchen Feldern erscheinen, dass Kreaturen jetzt mal alle Wächter haben oder du jedes Mal, wenn du eine Kreatur in dieser Reihe ausspielst, dagegen irgendwie 2 Schaden frisst oder dergleichen. Das war in der Versus-Arena nämlich nicht so. Jetzt haben sie eben die Chaos-Arena vom 14. bis 19., wenn ich mich nicht irre, gibt es diese Chaos-Arena. So viel dazu. Das sind die Neuerungen. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten, Karten zu erwerben. Da gibt es hier zum Beispiel ganz neue Sammlungen, nämlich die Tollhaus-Sammlung. Und da gibt es ganz viele coole neue Karten, mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Was ich aber werde. Und dann können wir diese Karten auch schon erwerben. So, dann lasst uns doch mal die einzelnen Karten durchgehen. Wir haben hier den Ring der imaginären Macht, das ist ein Gegenstand und wenn du es einer Kreatur gibst, die jetzt zum Beispiel 1,8 hat, dann hat die Kreatur ja durch den Gegenstand 1,10 und durch den Gegenstand passt sich der Angriff dem Leben an, also hat die Kreatur 10,10. Unheimlich mächtig. So, dann haben wir schaudernder Trinkmischer. Bei Beschwörung beschwöre ein zufälliges Elixier. Ja, lässt sich bestimmt auch ein bisschen was anfangen. Gärtner der Schwerter. Wenn du eine andere Kreatur mit einem Gegenstand ausrüstest, dann rüste den Gärtner der Schwerter mit einer Kopie diesen Gegenstands aus. Finde ich auch richtig gut. Kamel des Händlers ist eine Bestie. Sieh dir die 3 obersten Karten deines Decks an, nimm eine auf die Hand und wirf die anderen ab. Das kenne ich auch schon noch aus Hearthstone. Illusorischer Mime. Ist ein Geist? Beschwörung. Illusorischer Mime enthält alle Schlüsselwörter der 3 obersten Karten deines Decks und das finde ich ziemlich krass. Wenn der dann auf einmal, wenn du ja so ein Schlüsselwort-Deck spielst und die auf einmal Gift, Wächter und Entzug hat, ist das schon ziemlich krass für 6 Magicka. Oder noch dazu, oder eben noch ein Schutzschild oder so, finde ich schon ziemlich krass. Markt der Schwindler ist eine dauerhafte Karte. Wenn du eine Karte mit Kosten 0 ausspielst, füge deinem Gegner einen Schaden zu und erhalte eine Gesundheit. Ja, damit kann man schon ganz gut rushen. Da fallen mir direkt ein paar Decks ein, wo ich die Karte denn einbinden könnte. Jetzt haben wir die erste Legendary. Altar der Verzweiflung. Anwendung 12 und die Karte ist ziemlich tricky. Opfere eine Kreatur, um eine zufällige Kreatur aus deinem Deck mit Kosten 1 zu beschwören. Erhöhe dann die Kosten von auf diese Weise beschworenen Kreatur um 1. So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn du jetzt eine 0815 Kreatur zum Beispiel opferst, die du echt entbehren kannst, oder eine Kreatur, die kurz vorm Abnippeln ist, dann beschwörst du eben eine Kreatur aus dem Deck, die 1 kostet. Bei der nächsten Aktivierung, wenn du eine Kreatur opferst, beschwörst du eine mit 2 Magicka-Kosten. Danach mit 3 Magicka-Kosten, danach mit 4 Magicka-Kosten, denke ich mal, bis du 12 erreicht hast. So habe ich es jedenfalls gerade verstanden. Ist irgendwie ein bisschen tricky. Wir sind auch früh am Morgen. Aber ich denke mal, so ist es. Ich werde es testen.
So, dann haben wir hier den Steinsplitter-Ork. Feiere ich so ein bisschen, da ich auch an einem Ork-Deck bastel. Und da fehlen mir noch ein paar lustige Orks, die so ein bisschen Bam machen. Bei Beschwörung füge einer gegnerischen Kreatur einen Schaden für jeden verbündeten Ork zu. Ja, da kann man schon ganz coole Sachen mit anfangen. So, verdammt knapp, entferne eine verbündete Kreatur. Da muss ich noch gucken, wo könnte man die denn einsetzen. Wo lohnt es sich denn? Einsamer Champion. Beschwörung. Wähle eine verbündete Kreatur. Verbündete Kreaturen, die vom ausgewählten Kreaturentyp sind, erhalten 1/1. Finde ich auch richtig geil. Ich denke, der wird auch ganz gut benutzt werden für so spezielle Decks. Okay, das werde ich mir jetzt mal zu Leibe führen. Und mal gucken, was ich damit so anfangen kann, Leute. Es hört einfach mit den neuen Futures nicht auf, Leute. Jetzt können wir hier auch noch ein paar Kartenpacks öffnen. Das ist ziemlich cool. Da möchte ich natürlich dran teilhaben lassen. Machen wir doch mal hier die hier auf. Und gucken mal. Oder wegen. Habe ich schon. Aber kann ich verheizen. Oder? Kann man den öfter haben? Ich glaube nicht. Aber den kann ich verheizen. Geilo. Babam. Taska, der Rudelanführer. Ach ja, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Das sind jetzt alles Legendaries. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja. Das ist quasi ein Dankeschön für die frühe Unterstützung, die ich geleistet habe. Oder die wir geleistet haben. Taskard habe ich aber leider auch schon. Sonst hätte ich das noch ein bisschen mehr gefeiert. Aber das ist schon cool. Schon cool. Mal gucken, was noch so auf uns wartet. Ein paar Karten bräuchte ich noch. Blutdrache habe ich leider auch schon. Mir fehlen da nur wenige. Jawohl, Abkömmling von Alkosch, den habe ich noch nicht. Das ist schon mal extremst geil. Kann ich auch gut was mit anfangen. Der Gordwok Gronagorm. Den habe ich leider auch schon. Aber auch extremst cool. Aber ich glaube, den kann man auch öfter im Deck haben. Von daher, desto öfter, desto besser. Der Eisenatronach. Das ist auch extremst krass und ihr seht, der leuchtet und brennt ohne Ende. Das ist, oh, ich feiere das gerade so mega. Aber habe ich leider auch schon. Die habe ich zum Beispiel noch nicht, das ist toll. Wenn eine gegnerische Rune vernichtet wird, füge deinem Gegner einen Schaden zu. Ja, die ist bei Rush-Decks ganz gut. Da gibt es ein paar spezielle rote Decks, die sind da gar nicht so schlecht. Mundstein habe ich leider auch schon. Jetzt leider neigt sich das dem Ende. Komm schon, irgendwas, was ich noch nicht habe. Okay, den habe ich leider auch schon. Das ist sehr traurig, Leute. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich sollte glücklich sein, aber bin traurig. Ich hätte mich über ein paar Legendaries gefreut, die ich noch nicht habe. Okay, gut. Was soll's? Jetzt gucken wir mal, was hier so drin ist. Oh, es geht weiter mit den Legendaries. Das hätten die auch auf 1 stapeln können. Aber okay, Indoril, Erzmagier habe ich aber auch schon. Schadet nicht, öfter zu haben. So. Und Halbklipper-Vampir, den habe ich. Habe ich ewig gebraucht, bis ich 3 Stück zusammen hatte. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Komm schon. Papa braucht irgendwas, was er noch nicht hat. Stab der Funken, jawohl, den habe ich noch nicht. Gut, den habe ich noch nicht. Wenn der Träger angreift, füge allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe einen Schaden zu. Werde ich aber auch nicht so oft einsetzen. Komm schon, Diebesnest hat er auch schon. Was hat er noch nicht? Wabajak, den habe ich auch noch nicht. Das ist gut, ist gut. Verwandle eine Kreatur in eine zufällige Kreatur. Das könnte ganz witzig werden. Muss ich unbedingt mal testen. Okay, Leute, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, einigermaßen. Jetzt kann ich sowieso ein paar, bisschen was ist ja zu viel. Das kann ich dann einfach mal verheizen. Und ein paar ganz neue Karten craften, die ich jetzt noch benötige. Und da fallen mir ein paar coole ein. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Es gibt zusätzlich noch ein paar Exklusiv-Premium-Spielsets, die das Entwicklerteam jetzt noch hinzugefügt hat. Da bin ich jetzt so sehr gespalten. Bei Zermalmender Schlag sage ich so, wow, echt cool. Feiere ich extrem. Ich meine, die Karte habe ich in sehr vielen Decks. Demnach werde ich das auf jeden Fall benutzen. Ist besser als das davor. Und bei der Scharfschützensperrin sieht auch mega nice aus.
Aber Leute, was ist das denn? Ich meine, ich feiere die Karte so extrem, aber das Bild? Schwarmverteidiger stelle ich mir sicherlich nicht mit einem Binockel im Auge vor. Was ist los? Also, das feiere ich nicht und ich werde auf jeden Fall ja, die andere Version benutzen. Und die Karten sind in diesen Basis-Set-Paketen enthalten. Die werde ich mir jetzt auch kaufen. Ich mache sehr viele Videos dementsprechend. Brauche ich das Zeug auch. Okay, Leute. Eine Neuerung möchte ich euch jetzt noch präsentieren. Und dafür hat sich der Damokles bereit erklärt, mir dabei zu helfen. Da machen wir gleich mal so einen lustigen Showkampf. Dafür möchte ich den Su-Assassin spielen, mein derzeitiges Lieblingsdeck. Warten wir mal, bis er die Herausforderung annimmt. So, er hat's angenommen. Im Kampf gibt es auch noch eine Neuerung. Und zwar ist dieses Elixier jetzt ein Ring. Und es gehört nicht mehr zu dieser Unterstützungsreihe, sondern ist nochmal separat. Okay, den Klippenläufer brauchen wir nicht. Tapferer Beutelschneider und der Hausgenosse ist dafür eigentlich optimal. Jetzt möchte ich da aber mit dem Grammfester Verräter werde ich wahrscheinlich die ganze Sache beginnen. Er hat gemeint, er möchte sein Khajiit-Deck ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt. Khajiit ist euch sehr dankbar. So, da werden wir das doch gleich mal einsetzen. Und können damit Eventualitäten vorbeugen. Okay. Der ist jetzt am Anfang natürlich sehr, sehr stark. Was er jetzt ganz gut verhindern kann, was sehr, sehr traurig ist. Ihr kämpft gut. Das ist sehr, sehr traurig. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Das ist sehr, sehr, sehr traurig. Wir lassen ihn aber angreifen. Und spielen den hier links. Einfach. Wenn ich jetzt nämlich reingegangen wäre, hätte der ja so eine 2-1er Grammfester Wache ausgekotzt. Und diese hätte dann angreifen können. Macht er das halt in der nächsten Runde. Okay. Wir spielen den Hausgenossen links. Mich überlisten die nicht. Das hätte er nämlich zu einfach rechts gehabt. Wir wollen ja schön ins Gesicht gehen, denn Face is the place, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber zurzeit kann er uns ziemlich geil aufhalten, der Typ. Da müssen wir gucken, dass wir gegenhalten. Das wird nicht einfach. Leute, das wird alles andere als einfach. Jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten. Wir könnten den Dünenpirscher benutzen, um die hier zu clearen. Wir könnten aber auch den Klippenläufer benutzen, um die hier zu clearen. Was ich dann auch machen werde. Leider viel zu einfach. Konnten wir jetzt nicht ganz gut rushen und haben es auch nicht geschafft, mehr Leben zu haben als er. Aber hoffentlich in der nächsten Runde. Ich meine, wir hatten einen echt guten Start, aber er hatte leider sehr viele Antworten. Jetzt wird es auch extremst gefährlich. Jetzt bekommt jede Kreatur, die er ausspielt, ein Schlüsselwort. Und dadurch wird es heftig. Und jede Kreatur, die er schafft, ins Gesicht zu gehen, erhält Dieb. Das ist schon sehr, sehr heftig. Okay. Wir könnten jetzt den Dünenpirscher mit dem Hausgenossen kombinieren. Dann hätten wir mehr Kreaturen auf dem Board, die wir dann mit der königlichen Weisen buffen können. Wir könnten die natürlich auch jetzt spielen. Ich hätte aber lieber das in der nächsten Runde. Das machen wir so. Ballern rein. Jetzt ploppen wir mal ein bisschen was auf. Mit dem Dünenpirscher holen wir ihn jetzt, der jetzt schon angegriffen hat, das ist ganz wichtig. Rüber jetzt bekommt er auch noch einen Schatten und spielen Hausgenossen.
spielen wir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese eine Karte hat, die ich so fürchte, die auf einer Seite komplett vernichtet. Deswegen gehen wir da ein bisschen all in. Da kriegt er tödlich, wird er die hier wahrscheinlich clearen, kann ich mir vorstellen. Und sonst frisst er doch zu viel Schaden. Okay, doch nicht. Oh, das war gut. Ihr kämpft gut. Das war richtig gut. Okay. Mit der cleart er. So, jetzt können wir eine gute Kombination machen, zum Beispiel aus Schlachterfischschwarm. Was auch sehr nice ist, was ich jetzt wahrscheinlich auch tun werde. Und königliche Weise. Dafür müssen wir aber einmal Schaden zufügen. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Einmal müssen wir hier Schaden zufügen. Was mir nicht gefällt, ist, dass unsere königliche Weise dann offengelegt ist, aber ist jetzt nicht so schlimm. Schlachterfischschwarm. Königliche Weise. Gut gemacht. Jetzt bekommen die alle ein zufälliges Schlüsselwort. Entzug, Schutzzauber, regenerieren, Entzug, durchbrechen. Okay, wir haben hier Entzug, der ist mir wichtiger. Greifen hier an, bekommen also mehr Leben dazu, greifen hier auch noch an. Wir ploppen keine Rune auf, das ist schon mal sehr gut. Hier kann er sich natürlich wieder Leben generieren, das ist doof für uns. Wir haben jetzt aber ein paar ganz gute Kreaturen am Start. Regenerieren bringt uns hier halt gar nichts, ne? Durchbrechen ist auch scheiße. Auf dieser Straße. Tödlich ist ganz cool. Ein Zug, zum Glück. Da kann er jetzt nicht direkt angreifen. Sturmangriff wäre schlechter gewesen. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Die bekommt einen Schutzzauber, das ist auch noch vollkommen okay. Ich versuche ihn halt, bevor er die großen Kreaturen raushauen kann, die da jetzt Angriff dazu bekommen, ihn vorher schon zu vernichten. Das ist das Ziel. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Es ist aber echt spannendes Duell. Damokles echt sehr, sehr cool. Finde ich nice. Okay. So. Der hat Entzug. Greifen also damit als erstes an. Viel zu einfach. Greifen als nächstes mit dem hier an. Der wird natürlich in der nächsten Runde um einiges stärker. Viel zu einfach. Greifen damit an. Greifen als nächstes damit an, jetzt damit und schon haben wir in der nächsten Runde gewonnen, wenn er jetzt nicht extrem viel Leben dazu bekommt, was ich mir jetzt nicht so vorstellen kann. Wir rufen noch den wilden Bestienrufer und haben einen Klippenläufer. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass er das noch überlebt, der kriegt halt hier noch zwei Entzug. Möge das Glück Khajiit gewogen sein. Ein feiner Kampf. Dürfte entschieden sein, Leute. Okay, er hat aufgegeben. Wir hatten sowieso Blitz gehabt, von daher wäre er dann sowieso vernichtet worden in der nächsten Runde. Damokles, sehr geiler Kampf. Am Anfang habe ich schon gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber hat sich dann zum Glück zum Guten gewendet. Richtig nice. Danke für den Kampf. Ich hoffe, wir kämpfen erneut, aber richtig cooles Khajiit-Deck, muss ich schon sagen. Noch eine Runde! Na klar! Dann aber ohne Video. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Auf Wiedersehen.